Hallo zusammen und willkommen zurück beim Euro Truck Simulator 2. Ja, wir sind hier noch in Bari. Ich habe auch schon mal einen neuen Auftrag angenommen. Hier stehen wir hier beim Hotel. Ist jetzt auch nur eine kurze Tour. Das heißt, wenn wir natürlich pünktlich zu unseren Auftraggeber kommen, weil der Auftrag läuft auch gleich ab. Deswegen müssen wir uns mal ein bisschen sputen hier. Hier vom Gelände runter. So. Und es wurde jetzt angekündigt, das neue DLC vom Euro Truck Simulator. Es geht ins Baltikum. Ja, Baltikum ist so eine Sache, ne? Ist ja Estland, Lettland, Litauen, Finnland ist auch noch dabei. Das heißt, die Jungs von der Russmap sind da gefragt, ihre ganzen Karten anzupassen. Und das heißt, jetzt müssen wir noch länger darauf warten, dass das kompatibel mit der ProMods sein soll. Das wird eine Riesenarbeit, das alles lauffähig zu bekommen zusammen, was natürlich verdammt ärgerlich ist. Das ist echt mega ärgerlich. Weil die müssen ja wieder die Road Connections auch machen, dass das zu den Pro-Mods kompatibel ist. Aber damit können die Leute von der Russmap natürlich auch erst anfangen, wenn das Baltikum DLC halt offiziell erschienen ist, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir ölmern hier noch ein bisschen rum auf der Karte hier. Aber wir haben ja noch Italien hier. So, die Motorradgabeln von Bari nach Taranto. Das wollen wir annehmen. Und der Anhänger steht auch gleich hier vorne. So. Dann wollen wir mal ran hier. So. Zack, bumm. Dann gucken wir mal, wo uns lang schickt. Es kann ja eigentlich nur irgendwelche Nebenstrecken sein. Obwohl nicht wirklich. Hier unten kommen wir tatsächlich noch. Autostrada nach Taranto. 134 Kilometer. Die können wir doch locker abspulen, wa? So, das hier ist eine Sackgasse, von da kann schon mal nichts kommen. Dann können wir auch mal hier ohne zu gucken raus. Und hier vorne auf die Autobahn. Dann können wir uns schon mal bei Gelegenheit vielleicht einen neuen LKW holen. Oder unseren Scania mal hier unten hin transferieren. Aber dafür bräuchte man natürlich auch erstmal eine Werkstatt. Oh. Werkstatt kostet natürlich wieder Geld. Und ich bin mir noch nicht sicher, wo in Italien ich eine haben möchte. Ob wir das mehr im Osten in der Mitte machen oder im Westen? Oh, ja, danke schön. Danke schön. Da habe ich wohl nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Ich habe mich nur einfach dem fließenden Verkehr angepasst. Mussten die nicht zahlen oder was? So ein Ärger. Das war jetzt mit Tempomat. Dann passiert uns das wenigstens nicht. So, hier vorne müssen wir drauf. Gucken wir mal, wie gut das klappt. Autostrada. Alles frei. Du lässt mich doch raus hier sicherlich, ne, Kollege? Danke. Auch wenn du jetzt bremsen musstest. Siebzig.
Und da oben müssen wir schon durch die Mordstelle fahren. Und diesmal hoffentlich nicht so schnell, was wir auch die Schranke stehen lassen. Aber repariert hatten wir ja, glaube ich, ne? Ja, alles heile. Alle Teile, alles gut. So, fahren wir hier rechts durch. Schranke hoch, bitte. Danke. Taranto. Taranto links, okay. Mit 40 hier lang. Und dann klappt das. Sehr schön. Upsa. Ja, und wann der DLC erscheint, haben sie natürlich nicht gesagt. Und das wird wohl auch nicht ihre große Ankündigung sein, die sie noch gemacht haben. Die soll ja erst, ich glaube, Mitte des Jahres kommen. Also ein DLC ist ja jetzt keine große Ankündigung. Aber ich finde es gut. Immerhin ist der Italien-DLC auch noch nicht so lange draußen, dass sie jetzt ein bisschen mal ranklotzen. Nicht, dass dann die große, ups, Ankündigung sein soll, dass sie den Euro Truck Simulator 3 ankündigen. Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so gut finden. Deswegen hauen sie nochmal ordentlich DLCs raus. Aber nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, dies hier kann man doch erstmal noch schön erweitern. Ich meine, was soll der Euro Truck Simulator 3 denn noch zusätzlich bringen? Verbesserte Grafik, okay, aber ich meine, Grafik ist nicht alles und es ist doch hier so schick, wie es ist. Okay, selbst bei großen Grafikkarten kommt die Engine teilweise ins Ruckeln hier. Eventuell könnte man da noch ein bisschen optimieren. Boah, ich muss mir irgendwas eingefangen haben. Ich nehme ja jetzt heute gerade Just on Time auf, Samstagmorgen. Und wo ich gestern von der Arbeit gekommen bin, ich war so platt, Fieber, mir ging es schlecht. Ich habe mich gleich ins Bett gehauen und ja, 12 Stunden durchgeratzt. Ja, und heute Morgen beim Aufstehen, ja, alles tut die wieder. Ich will hoffen, das bleibt so. Oh, ich sehe, großer Verkehrsstau. So. Noch ein Auto kommt. Fahr. Jetzt aber ich erst. Und ja, jetzt geht es heute Morgen wieder. Ich will es auch hoffen, dass das weiter so gut bleibt, weil, wie gesagt, ich habe dieses Wochenende frei und dann ab Montag eine Woche Urlaub. Und eigentlich wollten wir natürlich wie immer im Anfang März, da habe ich ja Urlaub, Geburtstag. Und da habe ich eigentlich immer Urlaub und wir wollten eigentlich wegfahren, aber jetzt ist kurzfristig zum 1. März ein Kindergartenplatz frei geworden für unsere Kurze. Ja, jetzt ist die in den Kindergarten gekommen. Jetzt ist natürlich auch nichts mit wegfahren. Naja, ist ja nicht so tragisch. So kann ich, wenn ich fit bleibe, diese Woche ein bisschen was für den Kanal tun. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt zeitnah die 1000 Abonnenten erreichen. Das wäre echt super. Das wäre echt super. So, 50 bleiben wir. Hier ist ja richtiges Industriegebiet hier, wa? Meine Güte. Hier müssen wir lang. Sonna der Industriale, oder wie auch immer das heißt. So, weiter geradeaus. Wir sind sogar 70, okay. Hinter uns staut sich schon der Verkehr. Und wir müssen tatsächlich noch weiter in die Sonne der Industriale.
So. Pünktlich zum Sonnenuntergang hier. Ach nee, wir fahren auf die Bahn. Gut. Fahr. Und jetzt kommen wir. Hervorragend. Was sind das eigentlich für Überlandleitungen hier? Keine Ahnung. Da wird wohl nicht Marmor transportiert. Die Marmorminen sind ja jetzt, oder Marmorminen sind es ja nicht, Marmorsteinbrüche sind ja jetzt hier mit dem Italien-DLC in Mode gekommen. Na, gibt gleich Regen. Muss schon mal ein bisschen ranklotzen. Redet man ein bisschen, kriegt man gleich heiser. Das ist bestimmt nicht gut. Aber ich habe ja hier Kaffee am Start. Und damit sollte das eigentlich gehen. So, wie sehe ich das? Jetzt müssen wir hier ab. Keiner rechts, das ist gut. So, einmal hier runter. Jawohl, ja. Und beschleunigen. Ach nee, wir müssen ja hier wieder auf die andere Spur drauf. Und das heißt wieder hier hoch. Ist wie Karussellfahren hier. Schon am Ziel, Mensch. Mehr Kurven gefahren als Kilometer, wa? Ach, guck mal. Hinten geht die Sonne unter und die Industrie wird richtig schön beleuchtet da hinten. Und trotzdem wüsste ich gerne, was das ist. Das sind doch irgendwelche Fördertürme doch, oder? Und wieder schön runter auf 40. Jetzt, wo ich diese 40er-Tafeln gesehen habe, bei meinem Auto habe ich ja Verkehrszeichenerkennung. Und in Deutschland funktioniert das auch echt super. Wird dann im Display angezeigt, wie viel km/h man fahren darf. Und in Italien ist es halt so, du fährst auf der Autobahn und dann kommt so ein Schild mit einem Pfeil nach rechts halt bei den Abfahrten. Oh ne, wir müssen noch einen weiter rein. Und ja, die Verkehrszeichenerkennung sagt dann, hier, pass auf, darfst du noch 40 fahren. Dann fährst du schön über die Autobahn, hast dann eine 40 stehen in deinem Display. Und den Warnton habe ich extra schon ausgemacht, weil da geht einem dann mit der Zeit auch auf den Zopf. Das war immer extrem nervig in Italien letztes Jahr. So, Exomar, da müssen wir hier vorne drauf. Oh. Sind doch hier richtig, oder? Ach, dahinter müssen wir. Deswegen sehen wir es nicht. Dann kommen wir hier rum. Jawohl, das passt. Alles gut. Dann denke ich mir, ist ja egal, ob wir links oder rechts rumfahren. So, wo ist denn unser Ablieferplatz? Da. Boah, auch noch dazwischen rein? Meine Güte. Ihr müsst mich aber ärgern hier. Ihr müsst mich aber ärgern hier. Thank you.
Nee. Nein, andersrum, 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 andersrum. So passt das, ja. So, wisst ihr was? Dann fahren wir noch jetzt noch einmal nach vorne. Und dann sollte er ja perfekt drin stehen. Geht doch. Also fast. Aua. Nichts gesehen? Nein. Müssen wir doch noch mal raus. Ich habe jetzt aber auch schon ein bisschen nicht gespielt. Na toll, da war schon der Punkt, aber egal. Die Folge ist ja eh nicht so lang. Dann können wir uns hier noch einen abquälen beim Einparken. Aber jetzt passt es. Hallo? So. Okay, Leute. Das haben wir mal geschafft. Und dann müssen wir mal sehen, von wo wir in der nächsten Folge hier unten hinfahren. Ob wir auf eine der Inseln fahren. Naja, auf jeden Fall. Jetzt steht erstmal eine Runde Schlafen an. Und dann würde ich sagen, bis demnächst hier beim Euro Truck Simulator 2. Ich bin hier raus. Euch noch ein schönes Wochenende.